Vermutlich hat jeder oder jede von euch auch schon mal ein Gläschen oder zwei zu viel gehabt. Das, was aber der Hauptfigur in unserem neuen Stück von der Woche passiert, von dem sind wir hoffentlich alle verschont geblieben. Herzlich willkommen zum Stück von der Woche. Wir sind bereits bei Episode 40 angelangt. Heute mit einer französischen Komödie, und zwar vom französischen Bestseller-Autor Pierre Chesnaut. Wir schauen von ihm das Stück hier an, nämlich «Ein Schluck zu viel». Das ist 2008 erschienen und mittlerweile in ganz verschiedene Sprachen übersetzt worden. Natürlich gibt es auch eine schweizerdeutsche Fassung, übersetzt vom ehemaligen Bräuninger-Lektor Erwin Britschki. Um was es geht in dem Stück, das erfahren wir jetzt. Der David Hagedorn, der wacht nach einer ziemlich durchzechten Nacht in einem fremden Haus und vor allem neben einer fremden Frau auf. Natürlich geht es nicht lange, bis der Ehemann von dieser jungen Frau vorbeikommt, und wie könnte es auch anders sein, der ist sehr, sehr eifersüchtig. Aber das bleibt bei weitem nicht das einzige Problem, das David Hagedorn hat. Er findet nämlich in seiner Tasche ganzen Haufen Geld und seine Hosen, die sind völlig blutverschmiert. Er kann sich an gar nichts mehr erinnern, was in dieser Nacht passiert ist, aber im Verlauf des Stücks tauchen immer wieder neue Hinweise auf, was tatsächlich könnte passiert sein. Und die Nacht scheint es wirklich in sich gehabt zu haben, nämlich es taucht ein libanesischer Unterweltkönig auf, die Polizei taucht auf und zu allem Übel auch noch ein Leich. Das Ganze wird immer verstrickter und verzahnter, und der David Hagedorn, der muss dann am Schluss sogar die Leich noch entsorgen. Und die Sachen, die ich euch jetzt erzählt habe, das ist bei weitem noch nicht das ganze Schlamassel, wo der David Hagedorn drinnen steckt. Wie sich das am Ende auflöst, das ist eine ganz grosse Überraschung. Die Auflösung von dem Stück, das ist für mich persönlich das absolute Highlight. Es ist nämlich etwas, das kein Zuschauer und keine Zuschauerin je erwarten würde. Das Stück eignet sich für mich vor allem für arrivierte Gruppen, die gerne etwas ausprobieren wollen. Es ist sehr wichtig, dass man einen guten Hauptdarsteller hat. Der hat mit über 300 Einsätzen eine sehr, sehr tragende Rolle natürlich. Es gibt auch zwei Schauspieler, die gerade mehrere Rollen in diesem Stück übernehmen. Und da muss man sicher eine gute Truppe beieinander haben, damit das Stück wirklich ein richtiger Erfolg wird. Das Stück hat sehr, sehr viel Potenzial, viel Turbulenzen, sehr viel gute Komik drin, und es lebt natürlich auch von der Spannung, dass man da über die längste Zeit nicht genau weiss, was ist der Nacht vorher passiert. Wenn ihr also mal auf der Suche seid nach einer richtigen Herausforderung und wenn ihr vor allem euer Publikum mal richtig überraschen wollt, dann kann ich euch das Stück «Ein Schluck zu viel» nur ans Herz legen. Die Leseprobe zu diesem Stück findet ihr wie immer im Post drin. Und falls ihr das Stück schon mal gespielt habt, dann nimmt es uns natürlich Wunder, wie ist das Stück bei euch angekommen und vor allem auch bei eurem Publikum. Das war es schon wieder von mir von dieser Woche. Ich danke euch ganz herzlich fürs Dabeisein und wir sehen uns dann in zwei Wochen wieder. Ciao miteinander.